Kurzhauber-Lkw von Mercedes-Benz gehören weltweit zu den gefragtesten Nutzfahrzeugklassikern. Fast 40 Jahre lang wurden sie gebaut und sind heute bei Sammlern besonders gefragt. Das Nutzfahrzeuge-Veteranen-Center in Oberhausen hat sich auf diesen äußerst robusten Lkw-Typ spezialisiert. Nahezu alle Mercedes-Benz-Lastwagen, die zu diesem Treffen aus dem gesamten Bundesgebiet angereist sind, wurden hier entweder restauriert oder hatten eine wunderschöne Patina. Es ist ein Wiedersehen von guten alten Bekannten. Wir haben alle Autos im Leben schon gesehen und sind bei mir schon durch die Hände gelaufen. Ich habe im eigenen Fuhrpark bestimmt 40, 50 Rundhauber gehabt. Die Fahrzeuge waren, ich kann einfach mal sagen, 24 Stunden im Einsatz ohne Probleme. Auf Deutsch gesagt, unkaputtbar. Die Lkw waren so beliebt, dass sie bis auf den heutigen Tag nichts von ihrer Faszination verloren haben. Beim Szenetreffen erwartet die Nutzfahrzeugfreunde deshalb eine ungewohnt historische Kulisse, die Helmut Hoffmann organisiert hatte. Ein Kieswerk wie aus damaliger Zeit. Wie in vielen anderen Bereichen auch, verfügten die Mercedes-Benz-Hauber vor allem im Baustelleneinsatz über grandiose Eigenschaften und zeichneten sich durch extreme Zuverlässigkeit und Robustheit aus. Nahezu jedes zweite dieser Fahrzeuge war mit Allrad ausgestattet, was die Einsatzmöglichkeiten im In- und Ausland und vor allem auf den unterschiedlichen Baustellen erhöhte. Ja, der Allradantrieb bei den Mercedes-Fahrzeugen war sehr gut. Man hat den Allrad mit einem Hebel zugeschaltet. Das war simpel, einfach und hielt auch immer. Man hatte 4x2, also eine Achse angetrieben. Man hatte 4x4 beide Achsen angetrieben. Und man hatte 6x6 alle drei Achsen angetrieben. In der sogenannten schweren Klasse waren die Hauben später 30 cm länger als beim mittelschweren Kurzhauber. Seit dem Start der Serienproduktion im Jahr 1959 wurden fast 650.000 dieser Lkw hergestellt. Hinzu kommen etwa 300.000 Teilesätze. Als unverwechselbarer Charaktertyp setzte sich das Haubermodell in allen Branchen durch. Ein Exportschlager mit hohem Wiederverkaufswert. Zu der Zeit war es auch ein Problem, so ein Auto zu bekommen. Die hatten ja teilweise bis zu anderthalb Jahre Lieferzeiten. Und dann hat man andere Fabrikate dazwischen gekauft. Und da hat man erst mal gemerkt, was ein Mercedes im Grunde genommen wert war. Auch der Wiederverkauf, der war enorm hoch beim Mercedes gegenüber einem anderen Fabrikat. Es waren grundsätzlich andere Zeiten, auch für die Fahrer. Sie hatten einfach viel mehr Zeit. Jeder kannte noch jeden, doch das bedeutete nicht, dass sie bei der Sicherheit schluderten. Die mit nassem Kies oder Sand beladenen Lkw wurden zunächst am Fahrbahnrand abgestellt. Erinnerungen an einst. Wenn man dann festgestellt hat, dass etwas Gewicht zu viel war, wenn es nur 200-300 Kilo waren, dann ist man auf die Seite gefahren, hat dieses Wasser ablaufen lassen. Dieser Kies wurde gewaschen und da blieben immer Wasserreste. Und diese Wasserreste hat man ablaufen lassen, dann hat man nochmal neu verwogen, das passte dann ungefähr und dann ist man rausgefahren. Äußeres Erkennungszeichen der beliebten Hauber ist die kompakte, rundliche Motorhaube. Sie hatte den entscheidenden Vorteil, dass der Motor nicht mehr in ganzer Länge vor dem Fahrerhaus lag, sondern ein Stück dort hineingeschoben werden konnte. Das damalige Design orientierte sich übrigens am Pkw-Bau, also eine Pontonform statt freistehender Kotflügel und Scheinwerfer. Ein Lkw, nach dem man sich noch heute umdreht. Ja, sicher. So ein Haubenwagen, den sieht man ja nicht mehr alle Tage. Das ist ja etwas Seltenes. Wenn man heute mit so einem Haubenwagen über die Straße fährt, die Leute drehen sich um, die winken vor Freude, weil sie so ein Auto noch sehen. Und so ist das ja bei den Fahrern auch. Wenn man nur hochmoderne Autos mit Automatik und so weiter gefahren hat, ist das mal wieder was Besonderes, so einen Haubenwagen zu fahren aus den 60, 70, 80er Jahren. Und das macht einfach Spaß. Doch damit solche Klassiker überhaupt überleben können, braucht man Experten, die sich richtig auskennen. Das Nutzfahrzeuge-Veteranen-Center in Oberhausen hat sich unter anderem auf die Restaurierung von Mercedes-Benz-Kurzhaubern spezialisiert. Auch Sascha Hoffmann ist längst ein anerkannter
Fachmann in diesem Bereich. Und er weiß ganz genau, weshalb ausgerechnet diese Lkw von Mercedes-Benz in der Gunst der Sammler so weit oben stehen. Also der Rundtauber ist der letzte klassische Haubenwagen, der von Mercedes ausgeliefert wurde. Er wurde bis ins Jahr 96 noch für den Export geliefert. Die Produktion fing in den 60er Jahren an und dadurch ist halt so eine Art Kult um den Rundtauber herum entstanden. Und die Fahrzeuge sind einfach von der Technik beherrschbar. Es gibt die beste Ersatzersituation für Fahrzeuge aus den 60er, 70er Jahren. Die Dokumentation der Werkstatthandbücher ist perfekt und auch die Ersatzerkataloge sind alle verfügbar für die Autos. Vor allem die Tatsache, dass viele Feuerwehren und technische Hilfsdienste mit Rundtaubern von Mercedes-Benz ausgestattet waren, haben die Hoffmanns rechtzeitig erkannt und sich einen Vorrat an Lkw und Ersatzteilen gesichert. Niemand anders in Europa dürfte über diese Auswahl und Vielfalt verfügen. Dabei ist der Mercedes-Benz Rundtauber schon heute der ideale Lkw für alle, die sich den Traum von einem Klassiker erfüllen möchten. Es tauchen immer mal wieder Fahrzeuge am Markt auf, wobei man sagen kann, dass es aber meistens die kleineren Modelle sind, wie 710er, 911er, 1113. Die großen Modelle sind fast vom Markt verschwunden. Die Feuerwehren haben ihre Fahrzeuge in den letzten 5 bis 10 Jahren alle ausgesondert und wir haben meistens alles gekauft, was wir kriegen konnten. Das gilt natürlich auch für Ersatzteile und so wird hier vieles möglich, was Außenstehenden scheinbar unmöglich erscheint. Denn selbst wenn es um eine Komplettrestauration geht, verfügen die Hoffmanns dank ihrer Weitsicht sogar noch über original verpackte Ersatzteile. So können selbst solche Lkw zu neuem Leben erweckt werden, an deren Zukunft eigentlich niemand so recht glauben wollte. Hier haben wir ein Fahrzeug, was wir gerade komplett aufbauen, weil es keinen adäquaten Ersatz mehr von den Behörden gab. Und hier werden wir natürlich aus dem Vollen schöpfen. Hier werden sämtliche Blechteile neu gemacht, die wir in unserem Lager haben. Die komplette Innenausstattung, hier wird alles funkelnigelnagelneu eingebaut. Das Fahrzeug hat natürlich dementsprechend auch seinen Gegenwert nachher und da gehen auch viele Stunden rein. Aber ich denke mal, der Kunde hat hier eine zufriedenstellende Lösung und wird dadurch bei so einem Fahrzeug keinen Wertverlust erleiden über die Jahre. Und zufriedene Kunden gibt es reichlich, vor allem die, für die mit der perfekten Restauration eines Mercedes-Benz Rundhauber-Lkw ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen ist. Dominik Bali aus dem Ruhrgebiet ist einer von ihnen. Sein wunderschöner zweiachsiger LAK 1624 mit 240 PS war einmal ein Feuerwehrauto. Von der Substanz her super. Natürlich in Rot-Schwarz, habe dann darum gebeten, den in der Farbe lackieren zu lassen. Technik durchgeguckt, Technik ist optimal, wir haben 30.000 Kilometer, Auto ist von 73, perfekter Zustand, Farbkleid erneuert und traumhaftes Auto für mich persönlich, wie andere das sehen, denke ich mal ähnlich, weil wie gesagt, das Feedback auf den Straßen, an den Ampeln, generell wenn man fährt, nur positiv. Mindestens ebenso unglaublich, aus dem Hoffmannschen Bestand kommen auch Mercedes-Benz Rundhauber, die in ihrem Originalzustand geradezu einmalig sein dürften. Dieser 1624, den Wolfgang Predigkeit aus Hessen gekauft hat, war zunächst in Deutschland im Einsatz, dann jahrzehntelang im ehemaligen Jugoslawien. Wieder ging ein Traum in Erfüllung. Das ist die Erinnerung, weil ich auf dem angefangen habe zu fahren. Habe ich praktisch gelernt. Ich kenne ihn in- und auswendig. Und ja, jetzt habe ich den Wunsch gehabt, mir so ein Auto wieder zuzulegen. Und ich bin stolz drauf. Ne? Beim Treffen der Mercedes-Benz Rundhauber gehen sie alle an den Start. Es ist eine Begegnung von Gleichgesinnten, die ein Faible für die Marke mit dem Stern haben und Spaß daran, in einer Sandgrube ihren Lastwagen wie früher zu bewegen, egal in welchem Zustand. Man könnte diesen restaurieren komplett, aber es gibt schon so viele, die komplett restauriert sind. Und was ich jetzt machen muss, ist eben halt den Rostfraß, der kommt, stoppen, dass man das Auto eben halt ein bisschen versiegelt und eben halt kühl und trocken abstellt in der Halle. Das ist wichtig. Und ansonsten denke ich mal, kann der unendlich leben. Der wird älter als ich. Unterschiedlichste Radstände, unterschiedlichste Motorisierungen und unterschiedlichste Gewichtsklassen. Schon damals war das riesige Angebot an Kurzhaubern seitens Mercedes-Benz ebenso vielfältig wie die Marke selbst. Vor allem aufgrund der langlebigen Technik wurde diese Baureihe branchenübergreifend zu einem riesigen Erfolg. Auch Wolfgang Rieck ist ein bekennender Fan dieser klassischen Lkw-Reihe und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
Ja, jeder kennt ihn, wenige haben einen. Die Optik macht es ja auch aus. Der hat ja eine unheimlich durch die runde Haube, der hat ja unheimlich ansprechende Optik und durch den Allradantrieb, da wirkt er ja auch brutal wuchtig. Und das macht es einfach aus. Am Ende ist dieses Kippertreffen sicherlich eines von vielen, aber zweifelsohne dank seiner ungewöhnlichen Besetzung ein ganz besonderes. Und dazu gehören natürlich auch Baumaschinen und Bagger aus der damaligen Zeit, die, wie die Mercedes-Benz Kurzhauber, selbst weiteste Anreisen in Kauf genommen hatten. Der Veranstalter ist mehr als zufrieden. Das Interessante an den Autos ist ja, dass die wie in der Vergangenheit bewegt werden, so wie das früher war hier. Die Fahrzeuge haben hier früher unterm Bagger gelaufen, 1968 mit einem Seilbagger wurden diese 8 Tonnen Solowagen, wie dieser hier steht, wurden hier gefahren. Dieses Auto hat erst 40.000 Kilometer. So hat jeder Lastwagen seine eigene Geschichte und Helmut Hoffmann kennt die Geschichte und die Geschichten dazu. Kein Wunder, dass das Nutzfahrzeuge-Veteranen-Center in Oberhausen, geführt von den Hoffmännern, inzwischen wie die Kurzhauber von Mercedes-Benz selbst absoluten Kultstatus erreicht hat. Es ist ein Unternehmen der Hoffmann-Gruppe, vielen auch nur unter Hoffmann-Nutzfahrzeuge bekannt. Seit Jahrzehnten wird hier dafür gesorgt, dass die Vergangenheit von Lkw-Legenden lebendig bleibt. We'll be right back.